Du kannst keinen Führerschein haben. Weil du wärst im Knast. Aufgrund von dem Porsche-Unfall. Warum bin ich im Knast? Ich fahre einen Führerschein-Cousin. Ja, wer sagt, dass ich gefahren bin an dem Tag? Doch, du hast die Geschichte erzählt. Du warst Fahrer. Du hast in Sekundentakt reagiert. Das und du meintest, du hast auf Bremse gedrückt oder Gas gegeben, ein Stück nur. Du musst also schlussfolgerisch, dass du ein Fahrer gewesen bist. Das wäre Fahrer und Führerschein mit links. Guck mal. Ich erzähle euch ein Fun-Fact, was ich noch nie erzählt habe. Die Bullen dachten ja, ich wäre ein Rennen gefahren, was ja nicht stimmt, also zu 100%, das ist eine Lüge. Das haben die Bullen sich irgendwie aus dem Arsch gezogen, weil die dachten, Porsche, Kanacke, bestimmt Rennen. Es war kein Rennen, ich war am Stehen und die U-Bahn hat mich fast gestört und ich wäre fast gestorben. Dank Allah, Dankeschön. War meine Zeit noch nicht gekommen. Die Bullen wollten meine Tasche haben, vom Tatort. Die wollten meine Handys beschlagnahmen, die wollten dies, um zu gucken, was Sache ist. Einer der Brüder von mir, ich weiß nicht mehr genau wer, ich glaube Maiskolben. Maiskolben oder Mayo? Ich weiß es nicht mehr, wer von denen hat meine Tasche abgesmoothed, dass sie das nicht kriegen. Weil, wenn einmal Handy bei Bullen, dauert 2 Jahre, bis du wieder kriegst. Wir reden von dem Handy, aber... Wie kommen, die sind ja... Hör zu! Ich geh mal davon aus. Hör zu jetzt. Die haben Bullen, deinen Namen genommen. Die Bullen kamen dann zu mir ins Krankenhaus. Ich lag mit Halskrause im Krankenhaus. Fuß, Arsch, Becken, Mecken, alles so. Am Liegen. Verstauchung macht Stauchung. Wirbelsäule, adios. Die Frage nach meinem Namen. Wer sind sie? Und du sagst? Ich sag, was mit dem Porsche? Wo ist der Porsche hin? Ja, wir brauchen einmal ihre Ausweis. Formalitäten. Ja. Wo ist ihre Tasche? Haben Sie uns verstanden, was wir Ihnen gesagt haben? Wir brauchen einmal Ihre Personalien und ich? Help. Das ging 10 Minuten so, bis eine Krankenschwester gekommen ist und gesagt hat, da ist ein bekannter Musiker. Und ich so... einfach nur... Wasser. Okay, das heißt, die haben deinen Ausweis nicht zu Gesicht gekriegt. Nein. Du hast auch nicht. Klar, Bruder. Bruder, ich hab doch nichts gemacht. Egal. Ich find's heraus. Naja, auf jeden Fall, natürlich. So, das mit der Tasche ist tatsächlich so. Die haben die Tasche gesucht, aber das war Gott sei Dank, die Jungs haben das Abo-Sturf-Sturf gemacht. Bis zu einem gewissen Teil, war auch right. Aber die wussten natürlich dann schon irgendwann, wer ich bin und da haben das auch schon gewusst. Aber die wollten halt trotzdem von mir nochmal Bestätigung. Am Ende des Tages, Freunde, ist alles Gott sei Dank gut gelaufen. Es gab eine Gerichtsverhandlung. Es wurde festgestellt vom Auto, vom Unfall, von Zeugen, auch Zeugen, die ich gar nicht kannte, dass es kein Straßenrennen gab. Es einfach nur ein Gelaber war, Alter. Voll dreist, dass die Zeitung einfach geschrieben hat, ja, Straßenrennen. Richtig dreist sowas. Ja, ist richtig ekelhaft. Ich bin der größte Feind von Straßenrennen. Lasst euch das gesagt sein, liebe Friends. Ich habe schon mal schnell gefahren. Ja, ich habe auch schon mal Gas gegeben. Alles keine Frage. Ich bin kein Unschuldslamm. Aber ein richtigen Straßenrennen mit einem anderen Autofahrer. Das Leben von anderen Menschen zu riskieren. Wer das macht, ist ein richtiger, richtiger, mieser... Warte. Lass so stehen. Okay. Nur, dass ihr das wisst. Das Leben von anderen Menschen spielen, ekelhaft. Ekelhaft. Stellt euch vor, ein Familienmitglied von euch ist irgendwo auf der Straße oder fahren irgendwelche Idioten rennen, es passiert ein Unfall und deine Verwandtin stirbt. Was ist das für ein sinnloser Tod, Digga? Ich meine, wir sterben sowieso. Aber warum so? Wisst ihr, was ich meine? Deswegen bitte tut mir einen Gefallen, Freunde. Wenn ihr mal ein teures Auto fährt, wenn ihr mal cool drauf seid und mit einer Eulen unterwegs seid, keine Frage, man soll cool sein. Egal. Beeindruckt. Aber übertreibt es nicht. Gebt kein Gas. Macht keine Welle mit Rennen fahren, über Rot fahren, macht es nicht. Es ist sehr gefährlich. Schützt euch selber und schützt die Leben anderer und schützt die Leben, die bei euch im Auto sitzen. Weil jeder von euch, der Auto fährt,
der ein Beifahrer hat, sein Leben ist auf deinen Schultern. Riskiert es nicht. Nur ein Tipp von mir, Janni, wenn ich jetzt den Abi wieder spielen soll. Das stimmt. Armen Koi, ja? Bitte passt auf euch auf. Kasi. Ja? Wie lange hast du einen Führerschein? Und warum hat man dir den überhaupt gegeben bei deiner Strafakte? Warum hat man dir überhaupt ein Auto gegeben? Boah, mein Führerschein habe ich gemacht. Warte, ich muss überlegen. Außerdem, warte mal ganz kurz. Was fuckst du mich eigentlich ab? Ich hab dich dahin gefahren. Ich erinnere mich noch an den Zeiten, wo du noch unter 18 warst und ich schon Auto hatte und ich dich überall abgeholt habe. Warte mal, Bro, das ist was anderes. Nein, doch, Bro! Doch. Was das, laberst nein, du? Nein, Cousin, das ist etwas anderes, Bruder. Das ist, ich habe keinen Führerschein und habe nicht die Möglichkeit von A nach B. Aber du hast einen freien Willen, genau wie bei Fleisch essen und nicht. Du konntest den Bus nehmen. Na, was? Was? Du hättest den Bus nehmen können. Oder die Straßenbahn. Bruder, ich wollte vor einer Woche wollte ich in den Bus einsteigen, Bruder. Ich schwöre dir. Einmal nur so. Feeling. Nostalgie, Bruder. Ich einfach dir. Mit Bahn fahren. Sollen wir das machen? Boah, das machen wir. Machen wir? Boah, ich bin dabei. Morgen übermorgen. Einfach so. Mit Gasmin? Nein, der muss Knast. Du Trottel. Wir machen Moves, du musst in den Knast. Hier ist dein Herz, Bruder. Aber ehrlich, einfach mal Straßenbahn, Bruder. Lass uns die Tage machen. Wir haben ein paar geile Storys, wie wir in der U11 sind. Ist das umweltfreundlich, Bahnfahren? Bahnfahren ist umweltfreundlicher, als mit einem Auto rumzudüsen den ganzen Tag, ja. Es ist natürlich geisteskrank, wenn du Auto fährst und dann Döner frisst noch dabei. Dann Umweltverschmutzung, tierquälenmäßig. Aber wenn du in der Bahn bist und einen Veggie-Burger bampfst, dann bist du auf dem Weg der Besserung, Bro. Cousin, ist heute irgendwas mit dem Veggie, Bruder? Hast du mit irgendeiner Produktion Kooperation abgeschlossen, Bruder? Sag mal ehrlich, Cousin, was ist los mit dir? Ich kann euch frohe Botschaft verkünden, Freund. Ich bin der offizielle Partner von Vegansburger. Aber ey. Das ist eine seriöse Marke. Ey. Vegans mit Z, ja ne, die haben so Logo auf dem Vegan-Burger. Jagd, aber töte keine Tiere. Mäßig. So, das ist so Paradoxum-Firma. Also, um deine Frage zu beantworten, Bruder, mein Führerschein habe ich seit 2015. Dann habe ich, ich musste den einmal für 3 Monate abgeben, Bruder. Ja. Und einmal muss ich nichts machen. Aufbauseminar? Aufbauseminar habe ich auch ein paar hinter mir. Ja. Und das war's eigentlich, Bruder. Also, 2015, 8 Jahre. Hm. 8 Jahre. Schon krass. Plus minus null. Entspannt. Gasman, hast du Führerschein? Nein, noch nie gehabt. Ich darf auch nicht machen. Das war mir eigentlich klar, das war eine rhetorische Frage eigentlich. Ja. Ich war dabei. Ich wollte nur interagieren mit ihm. Ich war dabei, Führerschein. Vor kurzem war ich dabei. Ich bin auch noch da. Er ist ja auch noch da. Ich bin auch da. Ach, Gasman! Da war ja was. Ich küsse dein Herz. Aber warum kannst du keinen Führerschein machen, Gasman? Weil. Boah, 6 Monate war ich dabei, weil ich war sehr gut in Schule auf jeden Fall. Du warst also in der Schule? Fahrschule, okay. Genau, ich bin 22. Du bist 24. Egal, erzähl weiter. Wie gesagt, und ich durfte auf einmal bekomme ich diesen Brief von Kai Steinfurt abgelehnt. Das heißt, ich bin damals Roller gefahren, viel zu schnell gefahren. Ich fahre ja Roller seit 12, 13 Jahren schon jetzt. Ein paar Mal erwischt, ein paar Mal so geparkt. Also Türkei. Du kannst Auto fahren aber? Ja, aber nicht so richtig jetzt, ne? Und dann wunderst du dich, dass sie dich geparkt haben? Genau. Aber du kannst doch nicht ohne Führerschein einfach Auto fahren, wenn du es nicht mal richtig kannst, Bruder. Du gefährdest doch den Straßenverkehr. Du gefährdest den Straßenverkehr, Bruder. Kannst du dich mal beim Straßenverkehrsamt in Flensburg entschuldigen? Für den Scheiß. Mach mal, Freunde, bitte nicht ohne Führerschein Auto fahren. Auch wenn ihr nur ein bisschen fahren könnt, macht es nicht. Es ist sehr gefährlich. Macht es bitte nicht.